Hallo und ein herzliches Willkommen zur offiziellen Pressekonferenz der TuS Koblenz nach dem Heimspiel gegen die Sportfreunde aus Eisbachtal. Endstand 3:0 für die TuS Koblenz. Ich begrüße die beiden Trainer, Michael Stahl zu meiner Rechten und Herrn Reifenscheid zu meiner Linken. Und wie immer hat natürlich der Gästetrainer das erste Wort. Marco Reifenscheid, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, Dankeschön. Glückwunsch erstmal nach Koblenz. War für mich ein komisches Spiel. Wir haben leider nicht unser bestes Spiel gemacht. Wir sind noch davon ausgegangen, dass die TuS uns anläuft. Das haben sie nicht gemacht. Wir haben leider unser Spiel erst später ein bisschen umgestellt. Wir haben nicht das so umgesetzt, wie wir uns vorgenommen haben. Ich denke, in der Halbzeit konnten wir gut reagieren. Natürlich ist es so, wenn der Lennart Blum das 1-1 macht, kurz nach 1-0 war es, glaube ich, gewesen. Da sind wir auch wieder im Spiel, er trifft den Ball leider zu weit oben. Auf einem bestimmten Platz bleibt der Ball dann liegen, so ist das. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir, wo wir nach der Pause rauskamen, mehr vom Spiel hatten, auch am Drücker waren. Wir haben auch so ein bisschen den Druck hier gespürt. Wir haben das erste Spiel gewonnen, wir haben gesagt, wir haben Bock, der Gegner hat Druck. Leider konnten wir es nicht so umsetzen, wie wir es wollten. Wenn wir da in der Phase dranbleiben und nicht einen blöden Elfmeter gegen uns bekommen, ich denke, dann sind wir auch wieder im Spiel. Dann wird es ein spannendes Spiel. Leider haben wir in 3 Minuten das Spiel verloren. Ich denke, es waren beides auch Elfmeter, die man pfeifen kann. Da dürfen wir nicht so hingehen. Das haben wir leider schlecht gemacht. Und danach waren wir eine Viertelstunde von der Rolle. Ein bisschen umgestellt. Die TuS hat weniger gemacht, was verständlich ist. Wir haben danach auch wieder Spielkontrolle gehabt, aber zwingend waren wir eigentlich zu keiner Zeit und deswegen kann man sagen, dass es ein verdienter Sieg war für die TuS. Wir haben uns mehr vorgenommen, wir müssen am Mittwoch wieder ran und ganz besser machen. Vielen Dank, Herr Reifenscheid. Stali, dein Statement zum Spiel bitte. Ja, danke für die Glückwünsche, Marco. Erstmal muss ich sagen, dass ich froh bin, dass bei Jona Arnolds so aussieht, dass es nur ein Schlag war in der ersten. Da ist der Eindruck auf dem Platz, weil das was Schlimmeres passiert ist. Das ist schon mal gut. Guter Junge. Und dann sind wir sehr zufrieden, sehr glücklich, glaube ich, heute, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben. Das war die klare Marschroute. Wir wussten auch, dass unser Publikum, dass die Leute von uns, gerade beim ersten Heimspiel, das ist ja immer so eine erste Visitenkarte, die du abgibst. Und das hat man die Woche gespürt, dass die Sinne geschärft waren, dass man eigentlich keinem sagen musste, Leute, das ist ein wichtiges Spiel für uns. Das hat man gespürt. Wir waren motiviert bis in die Haarspitzen und glaube, dass wir gut ins Spiel reinkommen. Hatten uns vorgenommen, da im Ballbesitz ein paar Dinge. Haben das in der ersten Halbzeit im Ballbesitz zu unsauber gespielt. Gehen trotzdem durch eine super tolle Aktion von Justin in Führung. Können dann durch Damir eigentlich nachlegen, also Kompliment. Torhüter ist, glaube ich, heute Morgen, habt den aus der 19 noch rekrutiert. Überragende Parade. Danach stimmt's. Da gab es eine Phase, wo Eisbachtal auch eine gute Torschance hat, aber das habe ich auch mit der Mannschaft vor dem Spiel thematisiert. In dieser Oberliga-Staffel Nord wirst du in jedem Spiel Phasen haben, die du überstehen musst, wo du gegenhalten musst, wo du Probleme kriegst. Und die haben wir überstanden. Die haben wir überstanden, ja, ein bisschen vor Türen, aber auch mit Jonas, der dann stark gehalten hat in der zweiten Halbzeit. Ich fand uns aber zu jedem Zeitpunkt gefährlich in diesem Spiel. Man hat gespürt, dass wir bei jeder Umschaltsituation, wenn Mandy Chainai am Ball, Dylan Smell extrem stark heute, dass wir was machen können. Und das ist eine dazugewonnene Qualität. Und da müssen wir einfach weitermachen. Deswegen sind wir mit dem Sieg sehr, sehr zufrieden heute. Auch, dass wir zu Null gespielt haben. Und denke auch, klar, haben wir hinten raus auch noch die eine oder andere Umschaltsituation. Das wäre alles gut und bei weitem zu viel gewesen. Vielen Dank. Gibt es Fragen seitens der Presse? Marco, du hast die Chance von Blum angesprochen, die beiden Elfmeter. Lässt sich so ein Spiel heute vielleicht leichter abhaken, weil man aus Erfahrung weiß, so viele Sachen wie heute kommen extrem selten so zusammen? Ja, also ich glaube nicht. Wir haben im Heimspiel haben wir besser verteidigt, aber ich glaube, das war heute auch ein großes Problem, dass wir hinten die Zuordnung hat dann gefehlt, wo wir gepresst haben, dann sind wir nicht früh genug rausgeschoben, deswegen hatte die TuS ja auch gute Chancen gehabt, ist sicherlich auch in der ersten Halbzeit dann auch verdient in Führung gegangen. Ja, also wir dürfen uns dann natürlich nicht so dämlich anstellen. Im Endeffekt war es bei der ersten Aktion war es ein Doppelpass, wo der Gegner einfach in unseren Rücken kommt und der Tommy will runtergehen, will eigentlich nur den Schuss oder Passweg ins Zentrum blocken. Stürmer macht's clever. Wenn du dann gerade am Drücker bist, aus der Halbzeit kommst, dir viel vornimmst, ich glaube, das kennt jeder, der mal Fußball gespielt hat und dann so ein Ei kriegst und danach noch einen blöden Elfmeter verursachst.
dann ist es relativ schwierig, da wieder reinzukommen. Ich hoffe natürlich, dass uns dann nicht jedes Spiel passiert ist, ganz klar. Aber nochmal, wir haben uns auch viel vorgenommen. Ich glaube, wir waren auch motiviert und man hat es auch gehört. Wir haben geredet, aber wir sind leider heute nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Dann von meiner Seite aus noch der Verweis auf die nächsten Spiele der TuS Koblenz. Am Mittwoch sind wir bereits gefordert im Bitburger Rheinland-Pokal der ersten Runde. Dann sind wir zu Gast bei der SG Mörschbach und das nächste Auswärtsspiel gibt es dann in der Liga. Nächsten Sonntag um 14 Uhr, dann sind wir zu Gast auf dem Quintinsberg in Karbach. Und das nächste Heimspiel dann in genau zwei Wochen hier, Samstag 14 Uhr gegen den TuS Kirchberg. Vielen lieben Dank, das war die Pressekonferenz für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke.